Im Rahmen ihrer Schulpartnerschaft hat die Klasse 1a der Grundschule Atta bei Osnabrück im Austausch mit Mädchen der malawischen Partnerschule einen kindgerechten Perspektivwechsel erlebt. Dabei fanden die Kinder über das Basteln von Symbolen zueinander. Herzstück unserer Arbeit sind Schlüssel, dass wir uns überlegt haben, was öffnet uns überhaupt Türen. Und das Besondere daran ist, dass wir einen Teil der Schlüssel hier erstellt haben und einen Schlüssel, die Kinder in Malawi. Das Thema war ja Türöffner. Und das war ja, was öffnet denn die Türen? Also wie man jetzt nett sein kann und so. Toleranz war das und so halt. Über das gemeinsame Basteln und das Aufhängen der Schlüssel, im deutschen wie im malawischen Klassenzimmer, kamen sich die Kinder näher. Außerdem fanden die Grundschüler in Atta durch afrikanische Alltagsgegenstände einen praktischen Zugang zu Malawi. Wir sind so vorgegangen, dass wir den Kindern erstmal gezeigt haben, was gibt es dort, um einfach so die Alltagsgegenstände mit den Kindern zu erarbeiten, um zu sagen, was ist überhaupt da das Besondere und was unterscheidet sich zu unserem, zu dem Leben hier. Aus den gesammelten Gegenständen und Lebensmitteln entstand eine kleine Ausstellung. Sie half den Erstklässlern dabei, den Alltag in Afrika zu begreifen. Diese Baumfrucht, dass die das manchmal essen und dass die kühl macht, wenn es ganz heiß ist. Oder wenn es regnet, dass das so ein gutes Moment ist, weil da alles plötzlich grün wird. Während des Projektes erfuhren die Kinder außerdem mehr über das Leben und den Schulalltag der malawischen Mädchen. Die Mädchen in Malawi haben denen erklärt, für uns ist das was Besonderes. Wenn man uns Arbeit gibt, dann fühlen wir uns wertgeschätzt. Und das hat meine Kinder hier auch sehr berührt. Das war ein ganz neuer Aspekt für die Kinder. Die wollen zur Schule. Und wir finden das manchmal ein bisschen blöd, weil es so anstrengend ist. Der regelmäßige Kontakt zwischen den deutschen und den malawischen Kindern ist zu einem Highlight im Schulalltag geworden. Mit ihren Schlüsseln haben die Kinder nicht nur Türen, sondern auch ihre Herzen geöffnet. Das ist halt so, als ob die bei uns sind und das finden wir so schön, weil die sind auch echt nett. Man kann sich vorstellen, dass das unsere Freunde sind. Es ist so selbstverständlich für diese Kinder jetzt, hinauszuschauen, nach Afrika zu schauen, in die Welt zu schauen. Und desto kleiner man anfängt, desto selbstverständlicher wachsen sie da rein. Wo beginnt die Welt? Die Welt beginnt in Malawi!